Willkommen zurück, ihr Panserianerinnen. Heute gibt es mal wieder ein Artuschka-Replay. Ne? Arti hier, unsere geliebte Arti, ne? Wie wir sie nicht alle lieben. Gespielt von Steiner 1984. Ne? Steiner spielt Arti, Wahnsinn. Auf der Karte krasse Lippe. Ne? Wie immer Burner-Gefecht, Gagner-Basis erobern, Gagner-Fahrzeug zerstören. Keine aktiven Aufträge für diesen Fahrzeugtyp. Das heißt, er hat alle durch hier. Profi-Klicker Deluxe. Ne? Und ja, wie er sich hier anstellt. Und so weiter, schauen wir uns mal gemeinsam an. Ja, was ist das Tolle an der CGC? Eigentlich gar nichts, aber ich muss jetzt ja reden, als ob ich Artis mag. Es ist so, die wird oft in Kampagnen, CW, Bollwerk, überall mit hingenommen. Warum? Weil der Wirkungsbereich einfach Hammer ist. Also es gibt kaum einen Ort, wo die Arti nicht rankommt, weil die in Bögen schießt. So von oben nach unten. Nicht so wie andere Artis, ne? Ah, jetzt macht er erstmal Looky Looky, ob da Bäume gefallen sind oder ob die Mauer da zerstört wird, ne, diese kleine. Man weiß ja ungefähr, wo die Enemy Arti steht. Ja, aber sieht schlecht aus. Ruhe ist offen. Wenn die oben ist, kannst du drauf schießen. Na, dann nochmal geguckt, ob ein Tracer kommt. Ne, wenn eine Arti schießt, kann man das so sehen. Aber CGC einfach ein Treffmonster. Also vom Wirkungsbereich her, ne? Ob sie genau ist oder sonst was, keine Ahnung. Sehen wir jetzt ja, ne? Ja, sehr genau. Wir haben gesehen, wo er hingezielt hat. 35 Sekunden ist der Reload oder 36, ne? 34 war, als er gedrückt hat. Deshalb eine 10er-Arti, die schnelle Reload, kommt überall dran. Deshalb wird die mitgenommen, ne? 24 Mumpeln gibt's. Er hat 3 normale HE, 10 Premium HE. Was ist der Unterschied? Premium HE hat einen größeren Wirkungsbereich. Oh, genau, schön stehen bleiben, ne? Das lieben Arti-Fahrer, campen. Dann gibt es immer eine auf den Sack. Und zwar jetzt. Ja, nicht ganz. Genau. Das war für die Toilette, ne? Für die Klosett. Hat er ja gerade gesagt. Aber egal. 313 Schaden trotzdem nochmal raufgehauen. E100, da kommst du nicht dran. Nochmal die Ruhe, die steht da oben irgendwie immer schön. Die ist auch noch gestund. Gestand. So. 277, du kommst da ran? Das meine ich bei der Arti, die kommt irgendwie überall dran. Guck mal den Zielkreis an. Und die Ruhe willst du nochmal wissen. Ah, lohnt sich nicht, denkt sich Harald gerade, deshalb schieße ich nicht drauf. Ne? So, fahr nochmal hoch. Genau, immer schön stehen bleiben. Das ist immer gut für die, durch diesen kleinen Zielkreis an. Fahr nochmal ein Stück zurück, oder? Nö, brauchen wir nicht. 374 auf die Ruhe. Sehr schön. Ne, der Ruhfahrer wird kotzen, würde ich auch. Wissen wir alle hier. Scheiße. Immer diese Klicker. Aber ich finde ganz cool, euch in dem Replay mal zu zeigen, warum das eine der besten 10er Artis sind. Ne? Badget ist dafür da, um ganz oft zu stunnen. Gegner gestunt sind, können sie nicht so gut schießen und alles, das ist die auch ganz wichtig. Und die CGC einfach, weil die überall drankommt und auch Bums macht. Ich glaube 1200 Alpha müsste die haben. Jo, 59 Durchschlag, 1200 Alpha, 14,85 Betäubung oder 33. Und bei der Premium genau das gleiche. That was close. Eine E100, E75 stellen sich extra zusammen. 235 Schaden ermöglicht durch den Stun. Ne, auch mit einer Arti kann man Schaden ermöglichen. Auch immer sehr wichtig für Erfahrungspunkte. So, 869 ermöglicht. So. Object 2684. Na, zeig dem Team mal an, dass du da hinzielst. Dann machen sie den vielleicht auch mal auf. Ne, ganz wichtig als Arti-Fahrer immer zeigen, wo ihr hinzielt. Dann kriegt ihr auch manchmal Licht. Da. Ne, 2 Sekunden. Hier, jetzt, genau. Na komm, geh auf. 2684. Boot, boot, boot. Check Spot. Oder doch, hier, guckst du. Nur für Arbeit. Na, auch stehen bleiben, TD. Jawohl, das gibt eine Schelle. Jawohl, 477. In die Seite. Schön immer umstellen, auch sehr wichtig als Arti-Fahrer. Ich habe mir so ein paar Sachen mal angehört, wie die das machen. Weil die sonst gecountert werden.
Object 277. 66 Schaden. Also HP hat er noch. Lohnt sich das? Das 430 wird es machen, oder? Das 263. TVP macht's, ja. Nochmal. Harald zeigt wieder an, dass er dahin geaimt hat. Und geht er nochmal auf. Nicht so, ich glaube, der hat keinen Bock, Artischellen zu fressen. Ne? Oh, Jagdtiger. Ja. Der Jagdtiger. Der hat getroffen, haben wir ja gesehen, gerade von rechts der Schuss. Vielleicht wurde er gekettet. Aber das gucken wir uns in der ausgewerteten Wertung an, im Detailed Report. Dann gucken wir uns ein Schloss an. Mal E100, Petten. Du kommst sogar in den Petten, obwohl die ganzen Berge im Weg sind. Okay, cool. Nice, du Knobel. Also wenn ihr eine CGC im Gegnerteam habt, am besten immer nach links und rechts fahren. Das gibt's ja gar nicht. Da kommt ihr überall dran. Jetzt mit Splash, ne? Hat er die Premium HE drin. Ein Blindshot. Sollte ihn rausnehmen. Ja, leider vom Haus gecovert. Auch E100. Ne, komm vor. Sehr schön. Wieder kannst du auch hinwirken. Zeig mal deinen Zielpreis. Da ist der ganze Berg im Weg und er kann trotzdem hinschießen. Nice. Also scheiße eigentlich für uns jetzt. Normale Spieler. Aber einfach cool zu sehen, warum wird diese Art hier mitgenommen und keine andere. Jetzt bin ich gespannt. War nochmal ein Stück vor OBZ. Komm, gut, gut, gut. Jawohl. 339. 1839 mittlerweile ermöglicht durch Stun. Das hatte ich bisher immer aus. Ich wusste gar nicht, dass es das auch gibt. Ja, aber jetzt, wo ich die AT-Replays mehr mache, ist mal angeschaltet. 2498 ermöglicht. 2975. Noch jemand mehr? Nope, hier, Pardon. Wenn man nicht zum Schießen ist, einfach blind auf A5 schießen. Da steht immer irgendein TD. Ich wüsste jetzt nicht, welcher von den T30. Echt schnell, haben die sich da oben hingestellt. Jawohl, nice. Ne? Wie ihr gesehen habt, Premium HE, großer Wirkungsbereich. Einfach mal eben weggesplasht. Ja, oben hier, da stehen sie, Pat und Padercher. T30 mit Superpanzerung, E4 auch, stehen hinten und schnieben. So. Noch ein bisschen nachladen, ne? Dann läuft's. Ja, T30 würde sagen, du bist gleich Geschichte. Oh, fahren die zusammen? Ja, hier, guck mal, ne? Hier, Harald, schieß aber uns beide gleichzeitig. Jawohl, mach mal. Und? Ja, sehr schön. 2540 Schaden, 3479 ermöglicht mittlerweile. Und ich würde sagen, ja, läuft. Der Jagdtiger noch. Der sich da droppen lassen. Richtung Wasser, oder? Kann natürlich sein, ne? Ah, T30. Hier, Baum ist gefallen unten, pass auf, hier, genau. 128 auf den Pöpsch. Und los. Und tschüss. Jawohl, habt ihr gesehen, ne? Wieder dieser riesen Splash-Radius. Also CGC, ein Traum an Artis, wenn man Arti mag und spielt. Ist ja nicht so mein Fall, so. So, was fehlt noch? Ein T95, den haben wir ja noch gar nicht gesehen. Wo ist der denn? Beste Panzerung im ganzen Spiel. Steht da A4, A2 oder? Dann hätte das 2684 kassiert. ES7, Emily. Sehr schön. 822, das könnte der T95 sein. Wo ist die ES7? Steht da echt A2 oder? Wo steht denn?
Ja, das sind die kreativen Spieler, ne? Da hinten, A1, an der roten Linie. Nee. Ja, sehr schön. Das ist dann Free Damage for All. Ja, genau. Guck noch mal genau hin, ne? Und? Er hat getroffen. Wir haben ja keinen Splash gesehen oder irgendwas am Boden. Ja, schieb mal auf den Jagdtiger. T5. Oh, der hat gefressen. Der war gerade eben noch Full HP. Sehr schön, ne? Hier. Brot für Arme nochmal gerickt. Hier, Brassers in Arms. 2668 Schaden, 3479 ermöglicht. Wahnsinn. Na komm, T95 geben wir nochmal mit hier. Jawohl, nice. Also da bin ich gleich gespannt, was du hier an Blindshots gemacht hast. Sag ich doch, der hat sich doppen lassen. Was für ein Arsch. Komme leider nicht dran. Dein gerickter Zugpartner. Vielleicht, wenn er in Siege-Modus geht, weiß ich nicht. Jojo, Harald, jetzt übertreib mal. Ich komme überall rein. Object 263, was macht der denn? Hat der Jagdtiger ihn noch rausgenommen, dieser Seppel. Ne, das wird nix. Na kommt, Leute. STRV Siege-Modus und gib ihn. Jo, mit HE dann. Oder gerammt? Ja, da gibt's dann doch kein Brot für Arme, wenn der Zugpartner gestorben ist. Oder gibt's trotzdem hier Brothers in Arms? Oder müssen beide überleben? What the fuck? Lol, go. Vorfahren. Und der Jagdtiger nimmt einen nach dem anderen raus. Hör doch auf. Jawohl. Sehr schön. So, wir merken uns mal die 2668 Schaden und gucken uns das gleich mal in der ausgewerteten Wertung an. Da haben wir nämlich Folgendes. Also ihr müsst ja auch mitgucken, ne? Hier, guck mal, da ist sie. Ja, oh, voll falsch. So, hier. Conqueror Gun Carriage, ne? Was hat er an Schaden? 4260. Also den T95 hat er wie viel abgezogen? Sieht man das hier? Warte mal, nochmal raufgehen. 642, okay. So, er hat das ganze Spiel 3479 Schaden durch seinen Stun ermöglicht, 16 Module zerschissen, 4260 Schaden selbst fabriziert, 4 Panzer zurück in die Garage geschickt. Dann wie sie einschlägt, genau. Mit dem Schaden ist er ganz knapp an erster Stelle bei mir, ne? Hier, den da oben, den zähle ich jetzt einfach nicht mit. So, T10, 4000 Schaden, das ist eine geile Runde. Im Detailed Report gab es folgendes: 42.796 Credits, weil er ein Reserves Bonuses laufen hat, so ein 50% Credit Booster, ne? Und nur Muni 81.800 abgezogen wurde, wegen der Premium HE halt, ne? So, an Erfahrung gab es 1781, dann war Beach Day hier Strandtag, ne? Mal 3 ergibt eine Endsumme von 5.343 und 267 Freierfahrung. Ich würde sagen, danke euch fürs Zuschauen, ne? Damit ihr mal seht, hier, wo die überall hinschiedern kann. Und ja, ich würde sagen, ich verbleibe wie immer mit einem freundlichen Ciao und bis zum nächsten Mal.